Da, wo ich unterwegs bin, ist früher die Salzkammergut-Lokalbahn gefahren. Das ist der alte Bahndamm und der führt direkt durchs Blinklingmoos, ein Naturschutzgebiet und Hochmoor. Bis 1957 fuhr hier die sogenannte Ischlerbahn. Sie führte auf knapp 67 Kilometer Streckenlänge von der Stadt Salzburg bis nach Bad Ischl. 15 Jahre später wurde das Blinklingmoos zum Naturschutzgebiet erklärt. Es ist das älteste Moor Salzburgs und zählt zu den schönsten Mooren Österreichs. Mit seiner Mischung aus Hoch- und Niedermoor, Feucht- und Streuwiesen bietet es Schutz für zahlreiche gefährdete Tier- und Pflanzenarten am Südufer des Wolfgangsees. Da ist ein Aussichtsturm und da schaue ich jetzt auf. Von da heroben hat man einen super Überblick über das Blinklingmoos und da hinten sieht man den intakten Teil des Hochmoors. Intakte Moore wirken als Kohlendioxidspeicher und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Darum arbeitet man derzeit daran, das Moor zu erhalten und weiter aufzubauen. Und dann geht's für mich weiter mit dem Rad rund um den See bis nach St. Wolfgang. Ich will heute richtig hoch hinauf. Und weiter geht's jetzt mit der Schafbergbahn. Da hinter mir geht's ziemlich steil auf für 2190 Höhenmeter. Das ist die steilste Zahnradbahn Österreichs und ich glaube, oben ist ein paar Grad kühler als da. Die maximale Steigung beträgt 26%. In Betrieb ist die Schafbergbahn schon seit 1893. Da unten glänzt gerade der Wolfgangsee in allen Blauschattierungen. Das ist so schön. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich die Jacken mit habe. Und da liegt sogar auch noch Schnee. So schnell ist man auf knapp 2000 Meter Seehöhe. Und ich muss sagen, ich genieße den Ausblick extrem. Und ich werde jetzt gleich noch wen treffen, der den Ausblick jeden Tag hat. Du, ich hab gehört, du bist im Sommer jeden Tag heroben, stimmt das? Fast jeden Tag. Wie lang bist du jetzt schon heroben? 52 Sommer. Ernsthaft? Ja, ich bin jetzt 52 und der Vater hat mich aufgetragen, da war ich 4 Monate. Dinge, die im Tal selbstverständlich sind, sind hier in dieser ausgesetzten Lage mit enormem Aufwand verbunden. Der Strom kommt vom Tal über die Salzburger AG. Das Kabel liegt neben dem Gleis und wir haben auch die Möglichkeit, bei Stromausfall mit einem Aggregat das Hotel und den Bahnhof und die Himmelspforte eben zu speisen. Wasserversorgung ist über eine Quelle vom Hirschmoosaufer über 4 Pumpen hinter das Haus. In Trinkwasserqualität. Hier oben lässt es sich wirklich aushalten. Also ich glaube, du hast da einen der schönsten Arbeitsplätze überhaupt. Oben am Berg gönne ich mir noch eine Frittatensuppe, mein Lieblingshüttenessen. Und dann genieße ich noch etwas die unglaubliche Aussicht. Von hier aus hat man den Blick auf 13 Seen, darunter der Attersee, der Mondsee und natürlich der Wolfgangsee. Dann geht's für mich mit der Bahn wieder hinunter nach St. Wolfgang. Und retour, fahr jetzt mit dem Schiff. Die Schiffsanlegestelle ist direkt am Fuße der Schafbergbahn. Bei Radfahrern ist sie besonders beliebt, weil man so den Radausflug rund um den See auch spontan etwas verkürzen kann. Und der Kapitän da hat auf jeden Fall einen richtig schönen Arbeitsplatz und da schaue ich jetzt rein. Ich grüß dich, servus. Servus. Darf ich ein bisschen mitfahren bei dir? Freilich, sitzt hier. Ich hab mir gedacht, du musst jetzt ein bisschen zuschauen. Ja, gibt schon mal was zum Schauen da herum. Wie lange machst du das jetzt schon? Noch gar nicht so lange. Ich habe 2018 den Kapitän gemacht, seit dem Fall. Und vorher bin ich als Kassier gefahren. Das muss da eine gewisse Zeit als Deckmann oder als Mitglied einer Besatzung sein, dass du überhaupt zur Prüfung antreten darfst. Dann gehst du zur Prüfung. Warst du nervös? Ja, ja, auf alle Fälle. Und war das so dein Traum, dass du Kapitän wirst? Als Kind eigentlich ist selber der Lokführer gewesen. Dann habe ich bei der Schafbergbahn angefangen und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Und natürlich will man weitergekommen. Im Leben. Das heißt, du bist gleichzeitig ein Lokführer? Genau. Und du bist in der Werkstatt auch, das heißt, was hast du gelernt? Genau, ich habe Lastwagenmechaniker gelernt, bin Lokführer und Mechaniker natürlich nebenbei auch noch. Okay. Und Kapitän, das heißt, das machen wir auch noch wieder mal. Eigentlich mehrere Jobs nebeneinander? Genau. Du, und das heißt aber, in der Früh zum Beispiel steigst du einfach ins Schiff ein und fährst los oder wie schaut das dann aus? Ja, ganz einfach ist bei einem Schiff nicht. Nein? Nein, es gibt schon Vorbereitungsarbeiten, was man machen muss.
Darf ich da mal zuschauen? Voll. Nimmst du mal mit? Sicher, kommst du morgen in die Früh. Ja, passt. Halb 8 geht's los. Ja, werde ich schaffen. Jawohl. Sehr gut. Du, und was magst du so gerne an deinem Job? Was taugt da dran? Das Wasser. Die Gegend sowieso. Wenn man mal Zeit hat zum Schaudern. Durch das, da ich in Abersee direkt am See aufgewachsen bin. Und das habe ich schon als Bub, habe ich schon beobachtet, habe, wie die Schiff gefahren haben. Da haben wir natürlich oft da arbeiten darf, mit deinem Seil Geld verdienen darf. Da haben wir die Gegend, was man liebt und daheim ist. Wenn man da umfahren kann, das hat oft schon seinen Reiz. Das ist schon ein Traum. Das ist schon was, ja. Schön. Passt, dann schaue ich jetzt weiter, gell? Jawohl. Danke dir. Auf Vierte. Es ist echt kaum zu glauben, dass ich da heute oben war. Das war heute eine richtig schöne Tour. Und jetzt geht's über Gschwend retour nach Strobl.